Hallo Leute und wieder herzlich willkommen. Das hier ist der nächste Teil von Need for Speed Rivals, weil ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und außerdem haben wir jetzt den BMW freigeschaltet, warum auch immer. Und Leute, ich habe mir das nochmal durchgelesen. Und zwar kann man den Maserati nur über Overwatch freischalten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber dann spare ich doch lieber erst auf ein anderes Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug wäre dann der auch ein Mustang. Aber ich glaube, ich spare dann für den Chevrolet. Also in der nächsten Mission müssen wir Silber bei Interceptor haben und vier Cops mit Verfolgungstechnologie treffen. Und außerdem möchte ich in diesem Video noch meinen besten Kumpel Paddy grüßen. Der hat sich das von mir gewünscht. Ich kenne ihn auch schon ewig. Wenn ihr mal wollt, dass ich euch in einem meiner Videos grüße, müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben und dem Video, ja, ein Like da lassen. Dann fangen wir mal an. Ich denke mal nicht, dass es bei Interceptor schwer sein sollte, einen Cop aufzutreiben, weil der ja schon ganz von alleine kommt. Leute, es geht hier mir jetzt nicht ums Entkommen, ich muss ihn einfach nur mit Verfolgungstechnologie treffen, was nicht so schwer sein sollte. Ich muss erstmal ein bisschen abbremsen. So. Jetzt habe ich ihn das erste Mal getroffen. Das zweite Mal. Jetzt muss ich warten, bis die Fähigkeit nachlädt. Ich muss ihn nochmal treffen damit. So, getroffen. Und jetzt hier ein bisschen abbremsen. Und boom. Und jetzt muss ich ihm nur noch entkommen. Alter, ich kann hier gerade überhaupt nicht lenken, warum auch immer. Ich glaube, es liegt daran, weil ich gerade so schnell bin. Wenn mein Auto schnell fährt, dann ist es immer schwer zu lenken. Das ist so scheiße. Ja, bitte verlier mich. Ich will nicht, dass du mich verfolgst die ganze Zeit. Geh einfach weg. Oh, eine Werkstatt, sehr gut. So, einmal hier durch und dann weiter. Dann habe ich beide Herausforderungen geschafft und kann dann wieder direkt zum Versteck gehen. Das ist sehr gut. Okay. Ich bin entkommen. Dann gehe ich jetzt erstmal zum Versteck, also erstmal GPS, nächstes Versteck 1,6 Meter weg. Kilometer. Muss nicht so lange dauern, wenn man jetzt einen Rennwagen hat. Mit dem kommt man natürlich schneller nach Hause. Vor allem, man muss ja auch nicht auf die Straßenschilder achten und so. Man kann einfach alles umfahren. Das Problem ist, dass wenn man jetzt gegen ein anderes Auto fährt, man crasht. Das wäre dann nicht so schön. Ich bin vorbeigefahren. Und ich denke auch mal nicht, dass der Typ die Kosten für euer Auto übernimmt. Das glaube ich eher weniger, dass sowas passiert. Dann gehen wir mal ins Versteck und gucken, was wir jetzt so Neues freigeschaltet haben. So Leute, wir haben jetzt ein neues Auto freigeschaltet. Und wie auch nicht anders erwartet, das ist halt der Ford, habe ich ja auch schon gesagt, dass das das nächste Auto ist. Also ich muss zugeben, ich mag das Auto, aber ich fahre es halt nie so oft. Ich fahre so gut wie nie damit. Okay. Okay, Silber bei Hot Pursuit, erreiche von Stufe 3. Müsste gar nicht so ein Problem sein. Okay, das ist scheiße. Silber bei einem Event Slammit. Okay, ich nehme Verfolgung. Verfolgung ist eigentlich meistens das Einfachste. Soll ich den BMW kaufen, Leute? Also genug Geld hätte ich. Ja, ich kaufe jetzt einfach mal den BMW. Einfach so. Okay, so sieht der BMW aus. Mal sehen, in welcher Farbe könnte man den jetzt. Ja, silberner BMW, der wird am meisten ja gesehen.
Wen sieht man am meisten auf der Straße? Einen silbernen BMW. Man kann auch noch was drauf machen. Das hier vielleicht. In Schwarz. Das sieht doch cool aus. Ich bin mit den Reifen noch nicht ganz zufrieden, aber das müsste eigentlich hinhauen. Das kann man auch nur über Overwatch. Was ist Overwatch eigentlich? Ja, könnt ihr mir das mal sagen? Also, okay, das Nummernschild muss ich hier wieder ändern. Nee, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Overwatch habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Was denkt ihr, Leute? Goldene Reifen? Soll ich goldene Reifen drauf machen? Ja, ich mache einfach mal goldene Reifen drauf. Warum auch nicht? Machen wir erstmal weiter mit Hot Pursuit. Ich denke mal, dass es nicht so leicht sein sollte, mit einem BMW zu verlieren. Ein BMW ist schon gut. Okay, zumindest für mich. Ich habe ihn jetzt natürlich ja null aufgeboostet. Das ist jetzt einfach nur ein stinknormaler BMW. Oh Mann, ja, ist klar, mitten im Rennen kommt da einfach irgend so ein Typ von vorne, der mich einfach ohne den Grund rammt und dann dafür sorgt, dass ich verliere. Oh, hier kommt scharfe Kurve. Scheiße, nein. Wie kann ich den überholen? Ich bin schon mehrmals im Rennen gefahren und ich weiß, dass ich gerade sehr, sehr schlecht fahre. Eigentlich kann ich besser fahren, aber es ist halt der BMW, die Steuerung ist da komplett anders als wie beim Ford. Und natürlich auch viel schwieriger zu steuern. Ford war immer mein Lieblingsauto, also der zweite Anfangswagen, den man hat. Das war schon immer mein Lieblingsfahrzeug, weil ich mag den einfach, den kann man gut fahren und wenn man den aufboostet, ist der auch total schnell. Ich habe mit dem Ford, und das ist der zweite Anfangswagen, ich habe mit dem schon gegen einen Ferrari gewonnen. Ein Ferrari, den man erst viel, viel später in der Story bekommt. Und das war nur der Anfangswagen. Also wie schnell kann der dann fahren, wenn man ihn da komplett aufboostet? Dann ist er schon echt schnell, Leute. Ich muss zugeben, der BMW ist jetzt nicht so schnell, aber ich könnte ihn ja womöglich aufboosten. Ich meine, ich hätte immer noch genug Geld für einen Ferrari, ist klar. Und, oh, diese scheiß Fliege nervt mich gerade. Okay, Leute, ich muss ja nicht Erster sein. Das ist ja, ich muss ja nur Silber haben. Und Silber ist meistens auch schon zweiter Platz. Okay, jetzt glaube ich nicht mehr, dass ich irgendwie Erster oder Zweiter werden kann. Weil die Kurve habe ich jetzt einfach total verkackt. Die Kurve habe ich komplett verkackt. Ja, ich kann jetzt nicht wieder aufholen, weil mein BMW ist zu langsam und der fährt komplett scheiße. Ich kann kaum lenken mit dem Teil. Ich hätte ihn doch nicht kaufen sollen, aber egal, jetzt habe ich ihn und jetzt muss ich ihn auch fahren. Okay, muss ich nicht. Ich kann ihn auch so ein Leben lang in der Garage stehen lassen, aber mache ich nicht. Ich fahre mit dem. Okay, gut, gut. Scheiße. Ich muss jetzt echt so schnell fahren, wie es nur geht. Wenn mir da kein Kopf in die Quere kommt. Weil der da hinten, der ist da schon wieder ganz blöd platziert. Scheiße, Mann, scheiße. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ciao!